Moin ihr Lieben, heute darf ich euch zu einem ganz besonderen Video begrüßen und ich freue mich wahnsinnig, dass ich Teil dieses tollen Projekts sein darf. Heute geht es nicht nur um Bücher, sondern auch um Duftkerzen, um Duftwachs. Viele Bücherliebhaber und Leseratten lieben es ja, während des Lesens oder allgemein zu Hause beim Entspannen oder während des Alltags einfach einen schönen Duft anzumachen, und ich gehöre auch dazu. Noch nicht so lange, muss ich ehrlich sagen, aber mich hat es auch gepackt. Für mich ist das pure Entspannung, wenn ich mir einen tollen Duft aussuchen darf. Und dann fühle ich mich noch wohler zu Hause. Und wenn man das noch mit einem schönen Buch kombinieren kann, ist es natürlich umso perfekter. Und neben den großen Duftkerzenfirmen gibt es aber auch kleine selbstständige Duftwachsgießerinnen, die sich eigene Düfte überlegen und ja, mit Duftölen neue Düfte kreieren, was ich wahnsinnig finde. Und eine davon ist eben die liebe Doris von Wohlfühlmomente. Und mit der haben wir uns jetzt zusammengetan, also mehrere Booktuber, die eben auch diese Leidenschaft fürs Düfteln haben, haben sich mit der lieben Doris zusammengetan und dieses Projekt aus dem Boden gestampft. Und ich bin sehr, sehr glücklich, wie gesagt, dass ich auch gefragt wurde, ob ich dabei sein darf. Und zwar haben wir eine eigene Booktuber-Kollektion zusammengestellt. Wir, also alle Booktuber, die mitmachen, konnten sich ihren eigenen Duft zusammenstellen bzw. Wünsche äußern. Und die liebe Doris hat dann ja ihr Hexenwerk gemacht und zusammen Duftöle zusammengepackt und kombiniert und hat natürlich noch viele eigene Sachen mit reingepackt, die wir ja gar nicht kennen, weil wir da keine Erfahrung haben. Sie hat ihre Erfahrung damit reinspielen lassen und uns beraten, und im Grunde stammen von uns nur die Ideen und sie hat das ganze andere gemacht. Wir durften dann unseren Duft noch selbst einen Namen nennen und auch das fand ich schön. Und sie hat auch noch ganz, ganz tolle Duftbeschreibungen dazugepackt. Und so haben wir jetzt eine eigene Booktube-Duft der Zeilen, wie haben wir es jetzt genannt? Ihr seht es in, in dem Titel, haben wir jetzt kreiert. Und ihr dürft auch daran teilnehmen. Diese Düfte gibt es tatsächlich bei ihr in den Shop zu kaufen. Und ihr könnt dann in der Infobox mal auf ihrer Seite schauen, ich habe das da verlinkt, und da könnt ihr natürlich auch diese Düfte ab jetzt kaufen. Und wenn euch da irgendwas zusagt, ihr müsst jetzt nicht die komplette Kollektion kaufen, sondern könnt ihr euch auch einzelne Düfte aussuchen, die euch jetzt am meisten ja ansprechen. Ich werde euch jetzt natürlich die Düfte vorstellen von den einzelnen verschiedenen Booktubern, und wir haben wirklich die verschiedensten Düfte dabei, also für jeden muss eigentlich was dabei sein. Und Doris Düfte sind echt sehr, sehr komplex und vielschichtig, also da reicht nicht ein Schnüffeln. Ich habe die jetzt schon mehrere Wochen hier liegen und es ist wirklich sehr, sehr schwer gewesen für mich, dass ich die noch nicht in die Lampe gepackt habe, in die Duftlampe, weil ja, ich wollte euch die ja jetzt heil und schön vorstellen mit den schönen Förmchen und Farben. Und ja, deswegen musste ich mich da ein bisschen zusammenreißen. Aber ich habe immer wieder an den Tütchen geschnüffelt und habe mich gefreut, dass ich jetzt meinen eigenen Duft habe und dass die anderen auch wirklich ganz, ganz toll riechen. Und ich habe auch schon überlegt, selbst auch nochmal nachzubestellen. Ja, und damit man das jetzt noch besser Duft und Bücher kombinieren kann, und weil Doris sich eben so tolle Duftbeschreibungen hat einfallen lassen und so schön mit dem Thema Buch verwoben hat, dachte ich, ich mache das jetzt einfach wie so eine Art Tag, beziehungsweise Melanie von Melanie Liest kam auf die Idee, dazu passend Bücher zu zeigen. Also passend zu dem Duft und zu der Duftbeschreibung habe ich jetzt auch Bücher rausgesucht und die werde ich euch auch kurz vorstellen. Also ich finde, das ist eine geniale Mischung aus Buch und Duft. So ist auch, wenn jetzt jemand nicht so gerne düftelt, ist hier auch trotzdem nochmal ein bisschen Buchcontent dabei. Bevor wir jetzt aber beginnen, möchte ich euch einmal zeigen, wie wunderbar, liebevoll und süß das eingepackt war, weil ich habe es ja nun mal schon ausgepackt, weil ich die Düfte unbedingt anschnuppern wollte, und ja, deswegen habe ich jetzt hier auch kein Päckchen oder Unpacking, aber ich habe ein paar Bilder geschossen, die ich euch jetzt hier kurz zeigen möchte.
Ja, ist das nicht süß? Also ich liebe es, wenn das so liebevoll gemacht wird. Und ich habe jetzt hier eben noch das Schächtelchen, wo die Düfte drin sind. Und hier diese wunderschöne Schriftrolle mit diesem, ja, Lesezeichen der Feder. Finde ich auch eine ganz niedliche Idee, ein kleines Detail, was sehr, sehr schön ja, zu Büchern und zum Lesen passt. Und auch die Schriftrolle finde ich sehr schön. Und hier befinden sich eben die Duftbeschreibungen drin, die ich euch jetzt gleich vorlesen werde. Und hier drin habe ich schon mal alle Düfte sortiert. Oh, es riecht und duftet schon. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Duft an. Gut. Und zwar ist der erste Duft, der auf der Liste steht, von der lieben Steffi kreiert, oder die Idee kam von ihr. Und zwar heißt der Duft Kissed by a Twin, ist natürlich angelehnt an die Weasley-Zwillinge aus Harry Potter. Und ja, fand ich eine grandiose Idee. Ich bin auch großer Harry Potter-Fan, deswegen ja, bin ich da auch sehr gespannt gewesen. Und ich zeige euch jetzt den Duft. Auch die Förmchen sind so schön. Ich glaube, es wird ein sehr langes Video, wo ich sehr, sehr viel schwärmen werde. Und zwar haben wir immer so einen schönen Taler bekommen als Duftprobe. Und wir durften uns auch die Farbe und ja, die Gestaltung so ein bisschen aussuchen. Und hier hat es für Steffi natürlich Sinn gemacht, irgendeinen Orangeton zu nehmen für die Weasley-Zwillinge. Es ist zweifarbig gegossen. Ich hole den mal raus, um euch den noch mal zu zeigen. Ja, eine sehr, sehr schöne Form, finde ich. So, und jetzt kommen wir zum Duft. Der ist so, so schön. Er ist fruchtig. Und ich werde euch gleich die Duftbeschreibung immer vorlesen, weil ich es einfach nicht gut beschreiben kann. Er ist fruchtig und hat aber auch was Foodiges, also Popcorn ist das, glaube ich. Ich weiß es jetzt, weil ich die Beschreibung kenne, aber ob ich das jetzt rausgerochen hätte, weiß ich nicht. Es ist halt sehr süß trotzdem. Es ist halt nicht nur ein purer Fruchtduft. Der ist einfach grandios. So, ich lese euch jetzt einmal die wundervolle Duftbeschreibung von Doris vor. Lass dich entführen ins Kino. Zu einem Date mit einem dieser unvergesslichen rothaarigen Zwillingsbrüder, die sich mit ihrem Spaß an Schabernack und Witz in dein Herz geschlichen haben. Dieser Kuss eines Zwillings wird dich in dessen unbeschwerte Zauberwelt entführen. Selbstgemachtes Popcorn, warm und leicht butterig, findet einen köstlichen Partner in frisch aufgeschnittener Mango, deren reife Süße einen perfekten Genuss garantiert. In Kombination mit cremiger Vanille und gebackener Kokosnuss entwickelt sich dieser Duft zu einem Hochgenuss. Du wirst nicht genug davon kriegen. Ja, ihr merkt schon, wie viele Duftkomponenten da drin sind. Das wird in diesen anderen Düften genauso sein. Ja, also wie gesagt, ich rieche das Fruchtige. Und da ist dann noch irgendwas Foodiges, also dass diese Vanille, diese Kokosnuss, diese Popcorn, buttrige Popcornnote. Wahnsinn. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist einer meiner Favoriten. Den finde ich hammergenial. Und ich freue mich, wenn ich nachher endlich das Video gedreht habe, dass ich dann auch endlich ja, mal probieren kann, wie es denn in der Lampe riecht. So, und jetzt kommen wir zu dem ersten Buch. Ein witziges, charmantes Buch mit einer Liebesgeschichte, das sehr, sehr unterhaltsam ist. Das habe ich mir für diesen Duft hier rausgesucht. Und zwar ist das das Rosi-Projekt von Graeme Simsion. Keine Ahnung, wie der hier ausgesprochen wird. Ich finde es einfach klasse. Es geht hier um Don Tillmann. Er ist Professor, sehr, sehr intelligent, aber mit sozialen Kontakten und Beziehungen hat er es überhaupt gar nicht. Da kennt er sich nicht aus und da stellt er sich auch höchst ungeschickt an. Ihm fehlt aber zu seinem Glück noch eine Frau. Und er überlegt, einen Fragebogen zu machen für diese Frau, um so die perfekte Frau zu finden. Und er ist komplett durchgeplant und natürlich sehr wissenschaftlich und sehr rational. Und dann tritt auf einmal Rosi in sein Leben, die ich glaube, ihren Vater sucht und seine Hilfe benötigt. Und sie liebt Pizza und sie liebt Horoskope und sie ist Raucherin und all das geht für ihn gar nicht. Er plant seinen Alltag von vorne bis spät abends durch, wann er was isst, an welchen Wochentagen. Und sie bestellt
bestellen einfach Pizza und rauchen geht halt auch überhaupt nicht und dann auch noch sowas wie an Horoskope glauben. Ja, aber genau da ist der Knackpunkt. Er verliebt sich natürlich irgendwie in sie. Und ich fand das einfach ein tolles, unterhaltsames Buch mit viel Witz und Charme. Und ich finde, das passt hier zu diesem Duft ganz wunderbar. Zum nächsten Duft. Wir schauen mal auf unsere Schriftrolle, was da kommt. Das ist dann auch schon mein Duft tatsächlich. Und zwar habe ich natürlich auch überlegt, ob ich irgendwas Harry Potter-inspiriertes nehme. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Oder irgendwas mit Drachen. Und letztendlich habe ich erst überlegt, eine Kombination aus beiden zu machen und Drachenherzfaser zu nehmen, fand ich richtig cool. Aber wir mussten natürlich leider aufpassen, dass es nicht irgendwelche Namen aus bekannten Filmen und Fernsehen ist. Deswegen mussten wir uns ein bisschen abwandeln und ich habe mich für den Namen A Dragon's Dream entschieden, weil ich sehr, sehr gerne einen sehr weichen, warmen Duft kreieren lassen wollte. Ich liebe so Kaschmirdüfte, die ein richtig schön einlullen und daher dachte ich, ein Traum eines Drachens passt dazu ganz schön. So, da ist der schöne Duft. Gestaltung hatte ich mir gewünscht, ein cremeweiß mit kupferfarbenen oder orangenen ja, Glitzer drauf und so wurde das auch umgesetzt. Und als Duftwunsch hatte ich halt einen warmen Kaschmirduft mit einer mit einer süßen Mandarinennote und so ein bisschen cremiger Vanille. Und er ist herrlich. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Man riecht tatsächlich die Clementine raus. Und es riecht auch ein bisschen sauber. Also ein bisschen, ich glaube, es liegt am Sandelholz. Dass es so ein bisschen auch nach etwas sauberen riecht. Vielleicht nach einer Creme, aber ach, ich kann es nicht beschreiben. Wie gesagt, deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier diese Beschreibung haben, was da alles drin ist. Aber ich finde ihn mega. Ich finde ihn einfach toll. Lieben Dank, Doris, für diese Umsetzung. In manchen frostigen, geschichtenerfüllten Nächten träumst du von Drachen? Dann wird dir dieser Duft ein wunderbares Ruhekissen bieten. Auf einer sanft beruhigenden Basis goldenen Ambers und zarter Hölzer schweben notenreifer Clementine und weißen Tees. Sternengleich funkeln weiche Kaschmircreme und schimmernde Vanille. Warme Akzente von süßer Birne und Mandarine, von wildem Jasmin, Sandelholz und schmeichelnden Moschus veredeln diesen Duft zu einem entspannenden Traum. Für imposante Drachen und solche, die von ihnen träumen. Und als ich diese Duftbeschreibung gelesen habe, dachte ich, das ist so toll. Ja, als hätte Doris es gewusst, dass sich dieses fantastische, geheimnisvolle, verträumte Liebe passt einfach perfekt. Hatte richtig Gänsehaut, als ich das durchgelesen habe. Und ja, es ist einfach ein wirklich schöner Duft. So, und jetzt konnte ich mich natürlich unter all meinen wunderbaren Drachenbüchern entscheiden, was ich mir dann jetzt hier für ein Drachenbuch aussuche und euch vorstelle. Und ich fand einfach bei A Dragon's Dream und bei diesem wunderschönen Wohlfühlduft, fand ich einfach passend, wenn es auch so ein bisschen verträumt ist. Und deswegen habe ich mich für das Drachenmärchen von Cornelia Funke entschieden, der Drachenreiter. Hier treten mehrere Gefährten eine Reise an. Und zwar ist es zum einen der silberne Drachen Lung, das Koboldmädchen und ein Waisenjunge. Und diese drei suchen nach einem Aufenthaltsort für die übrig gebliebenen Drachen, für die Gefährten von Lung. Denn in der Welt der Menschen ist kein Platz mehr für die Drachen. Und sie suchen nun den Saum des Himmels, denn dort soll die ursprüngliche Heimat der Drachen gewesen sein. Und ja, nun brechen sie auf und begegnen natürlich vielen Gefahren auch. Das Ganze ist sehr abenteuerlich, aber eben auch sehr märchenhaft. Und ich finde, Cornelia Funke schreibt auch so, so schön poetisch und fantasievoll. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zum Duft, aber auch zu dieser Duftbeschreibung. Und deswegen habe ich mich nicht für ein episches High-Fantasy-Werk entschieden, sondern hier für diese märchenhafte Drachenerzählung. Der nächste Duft kommt von Paddy. Von What Paddy Loves und zwar hat sie ihn Joker genannt. Da ist der Duft, das Duftwachs. Ich hole es raus und zeige es euch.
wieder eine wunderschöne Rose und Paddy wollte auch jedenfalls schwarz oder graues Wachs. Dieser Duft ist ein wahrer Joker und entführt dich in die Welten seiner sowohl betörenden als auch unberechenbar vielschichtigen Persönlichkeit. Reichhaltige, buttrige Vanillecreme umfängt zuckrig-süße Prisen von Aprikose. Diese luxuriöse Kombination köstlicher Komponenten wird veredelt durch einen wohldosierten Schuss kräftigen Kentucky Bourbon. Mit diesem besonderen Joker kannst du nur gewinnen. Dieser opulente Traumduft wird dir alle Facetten seines Wesens präsentieren. Ja, also man riecht auf jeden Fall diese buttrige Vanille. Die Aprikose hätte ich nicht rausgerochen, bin ich ganz ehrlich. Und es riecht, finde ich, so ein bisschen auch nach Karamell, wahrscheinlich durch diesen Bourbon. Aber nicht Maggi-mäßig. Also ich finde, es riecht tatsächlich nach Karamell-Vanillecreme. Ja, passt natürlich auch zu Paddy, weil sie ja auch so eine Foodie-Nase ist. Also den mag ich auch sehr gerne. Schwupps, wieder rein damit. Bei den Namen Joker sind mir sofort Spielkarten in den Sinn gekommen und da ist mir sofort die Reihe Dancing Jacks in den Sinn gekommen, denn das ist für mich irgendwie auch ein tatsächlicher Joker, ein Ass im Ärmel, wenn man mich fragt, was hast du für einen Geheimtipp an einer Reihe, die nicht so bekannt ist. Das ist mein Joker, Dancing Jacks von Robin Jarvis. Das ist jetzt hier der erste Band und ich finde, zu diesen schwarzen Wachs passt es auch einfach ziemlich cool und da passt auch irgendwie so ein schöner Bourbon dazu. Es ist eine Mischung aus Fantasy- und Horrorelementen. Hier geht es um Bücher, die in der Welt seinen Umlauf machen und diese Bücher schlagen Menschen in ihren Bann. Sie denken dann, sie wären Protagonisten aus diesem Buch. Und die übrig geblieben können das gar nicht verstehen. Die Welt, in der sie leben, denken sie denn, wäre nicht mehr ihre Realität, sondern das Buch wäre die Realität. Es gibt aber auch ein paar, die können sich dagegen wehren und merken, was da für eine dunkle Macht hintersteht. Und es ist einfach grandios gemacht. Der Duft ist sehr vielschichtig, wird auch in Doris Beschreibung als vielschichtig beschrieben und ich finde auch hier ist es sehr vielschichtig. Wir lernen hier viele verschiedene Charaktere kennen. Wir lernen zum einen die Welt von Dancing Jacks, also des Buches, dieser märchenhaften, auch etwas gefährlichen Welt kennen und dann gleichzeitig auch noch unsere Welt, wo dieses Buch eben in Umlauf gebracht wird und wo man einfach wissen will, was will dieses Buch? Wofür wurde es geschaffen? Ich fand es einfach ziemlich cool. Und eben zum Thema Joker, zum Thema Spielekarten passt es einfach ganz gut, denn jede Figur oder viele Figuren bekommen halt eben als Figurenbezeichnung eben wie Spielekarten ihre Bezeichnung, ob das nun der Herzbube ist und so weiter. Auch diese Figuren kommen eben hier vor und deswegen ist es auch so ein bisschen wie eine Spielekarte aufgemacht. Der nächste Duft stammt von der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen und sie hat ihren Duft Laguna Breeze genannt. Also ein sehr sommerlicher Duft, erwartet man da ja. Hier haben wir ihn. Auch eine sehr, sehr schöne sommerliche Farbe, finde ich. Dieses ganz, ganz helle Mintfarbene. Richtig, richtig schön. Ja, und das finde ich ist ein wirklich sehr, sehr schöner sommerlicher Duft. Ein bisschen in diese Duschgel-Richtung. Ja, und um es besser zu beschreiben zu können, lese ich auch hier wieder die Duftbeschreibung vor. Genieße Träume von Freiheit und vollkommener Entspannung an einen Sehnsuchtsort. Träume dich an den Strand einer einsamen Lagune, wo dich eine sanfte, warme Brise mit Noten von Strandhölzern und Vanille, von edler Zeder, Moos und Eukalyptus umweht. Du riechst das Wasser in all seiner Klarheit. Limone, Grapefruit und Aprikosennektar bringen erfrischende Süße in Zusammenspiel mit Nuancen von wärmenden Patchouli, indonesischen Amber und sanften Moschung wird dieser Duft zu einem ganz persönlichen Sommertraum. Ja, also die einzelnen Komponenten, wie gesagt, hätte ich da nicht rausgerochen. Aber es riecht tatsächlich ein bisschen spritzig. Also diese spritzigen Früchte, die da drin sind, könnte man jetzt, wenn man es weiß, tatsächlich erahnen. Und ebenso ein bisschen nach
einen sommerlichen, erfrischenden Duschgel. Auch ein sehr schöner Duft. Ich finde, der würde tatsächlich sehr gut ins Badezimmer passen. Ohne dass er irgendwie nach Klostein oder nach billigen Duschgel duftet. Das ist schon ein besonderer Duft und deswegen gefällt auch der mir sehr gut. Und ja, jetzt musste ich natürlich nach einem oder wollte ich gerne nach einem sommerlichen Buch suchen und wo man so richtig schön abschalten kann und vielleicht noch irgendwie ans Meer gerät. Und da bin ich auf diese Fantasy-Reihe gestoßen im Kopf, nämlich auf Stravaganza Stadt der Masken von Mary Hoffmann. Das ist der erste Band dieser Fantasy-Reihe. Und normalerweise ist Fantasy ja meist für viele so im Herbst oder Winter angesiedelt. Aber das, ich sage immer, das ist eine Sommerlektüre, ein sommerliche Fantasy oder im Frühling, aber hauptsächlich im Sommer. Denn die Welt, die fantastische Welt, spielt hauptsächlich in Italien oder eine Parallelwelt, die den Italien sehr, sehr ähnlich sieht. Und hier haben wir unten auch ein kleines Bildchen, eine kleine Zeichnung, die darauf schließen lässt, dass wir uns in diesem Band in Venedig befinden. In den weiteren Bänden haben wir auch noch andere Städte, die auch Italien angelehnt sind. Hier haben wir es mit mehreren Jugendlichen zu tun, die halt mit Hilfe eines Talismans immer, wenn sie einschlafen, in dieses Parallelreich gelangen und dort halt eine besondere Mission haben und sich natürlich erstmal da zurechtfinden müssen und verstehen müssen, warum sie überhaupt mit Hilfe dieses Talismans oder dass dieser Gegenstand überhaupt ein Talisman war, müssen sie natürlich erstmal begreifen. Und ja, dieses Setting ist einfach sehr, sehr schön sommerlich und es macht Spaß, es zu lesen. Es ist nicht düster, dennoch spannend und deswegen finde ich, passt dieses Buch auch sehr gut zu diesem Duft. Der nächste Duft ist von Beck's Book World und heißt My Book Boyfriend. Ja, da denkt man natürlich gleich an so ein Männerparfüm oder Männerduschgel. Das ist jetzt eigentlich nicht so meine Duftrichtung. Da war ich tatsächlich sehr skeptisch. Zeige ich euch hier. Natürlich in einem Blau. Und ich finde, es riecht tatsächlich sehr männlich, aber sehr angenehm. Also ich muss sagen, das ist nicht sehr stechend ist und es hat tatsächlich auch irgendwie was Weiches dahinter. Es ist aber tatsächlich wie ein Männerduschgel oder ein Männerparfüm. Aber ich finde sehr, sehr angenehm und auch hier wollen wir natürlich nochmal die tolle Beschreibung lesen. Du liebst die Welt der Bücher, du liebst es, dich in fremden Welten entführen zu lassen, in Träume von Freiheit und Abenteuer. Mit diesem Book Boyfriend entdeckst du Aromen von edlen Hölzern und zitrischen Nuancen. Vanille rundet die Kombination wunderbar ab und dann mit eleganter Zeder, einer Spur frischer Minze und krautigem Lavendel ihren Abschluss zu finden. Zarte Orangenblüte und Sandelholz perfektionieren diesen aufregenden Duft und machen diesen Book Boyfriend zu einem verlässlichen Reisepartner für alle kommenden Abenteuer. Ja, hier auch wieder, ich kann es nicht alles rausriechen. Ich finde aber, es ist ein sehr sportlicher Männerduft, der dann aber auch noch was Weiches hat, wahrscheinlich durch diese Vanille. Und was Süßliches. Also ich finde den tatsächlich dafür, dass ich eigentlich kein Fan von solchen Männerparfümdüften bin, tatsächlich sehr, sehr schön. Hierzu ein Buch rauszufinden, war tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich ja selten Bücher lese, wo man so richtig Book-Boyfriends irgendwie anschmachten kann. Oft vergesse ich diese Figuren auch oder wenn ich Bücher lese, dann haben die schon manchmal auch ziemlich viele Macken, wo man denkt, da schwärme ich jetzt nicht unbedingt für. Deswegen habe ich es jetzt einfach ein bisschen anders interpretiert. Ich habe jetzt nach einem, wie das in der Beschreibung auch stand, nach einem sehr verlässlichen Gefährten auch für Reisen und für Abenteuer, habe ich jetzt mir einfach eine Figur ausgesucht, eine männliche Figur, in die ich mich einfach verliebt habe. Und zwar ist das Oswald. Der kleine Kobold, das kleine unter dem Bettmonster von der lieben Anemona. Und zwar sehen wir ihn hier in der grünen Zotteltasche. Mal gucken, ob ich noch ein weiteres Bild von ihm finde.
Ich habe dieses Buch erst kürzlich gelesen und in meinem letzten Lesemonat vorgestellt. Das hätte ich vielleicht vorher mal raussuchen sollen, aber ich will ihn euch unbedingt zeigen. Da haben wir ihn. Ja, Oswald sieht so ähnlich aus wie eine Katze, aber das darf man ihm um Gottes Willen nicht sagen, denn er ist keine Katze. Er ist das Monster von unter dem Bett. Er ist sehr grummelig, ist dauernd irgendwie am Meckern und am Motzen und er ist auch sehr, sehr ängstlich und er flucht und er, ja, es ist einfach richtig, richtig schön, weil er auch so einen kleinen Sprachfehler hat und nicht auf Grammatik nicht so viel Wert liegt. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, dass jemand in Gefahr ist, besonders eben Anemona, seine Freundin, er ist halt immer dabei in dieser Zotteltasche und versteckt sich dort und denkt immer, oh wei, oh wei, was passiert jetzt? Aber wenn etwas wirklich ihn wütend macht, dann kann er auch explodieren. Und das hilft natürlich auch in einigen Situationen. Normalerweise ist er kiwigrün, aber immer wenn er besonders wütend ist oder ängstlich, dann wird er quietschorangerot. Ja, und in diesen Protagonisten bzw. in diese Figur, in diese Nebenfigur habe ich mich einfach verliebt. Und immer wenn er spricht, wird das auch immer so groß und fettgedruckt abgedruckt, was ich einfach super finde. Zum Beispiel hier, die Dinger funktionieren nicht im Zauber drinne. Das weiß ja wohl selbst die allerletzte Blitzfiepe. Ja, ich finde es einfach schön und zum Vorlesen ist das gesamte Buch was. Hier geht es um Anemona, die die Fähigkeit hat, verlorene Dinge wiederzufinden. Und obwohl sie das eigentlich ziemlich langweilig findet, diese Fähigkeit, wird sie irgendwann von einer sehr, sehr mächtigen Hexe gefragt, ob sie ihr helfen kann, denn der letzte Dienstag ist verschwunden. Und dann beginnt eine lustige, abenteuerliche, bunte Reise. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr charmant, amüsant, liebenswürdig und bunt. Und zum Vorlesen und zum Selberlesen ist einfach super geeignet. Spicy Bakery ist der nächste Duft und der stammt von Melanie Least. Was backt denn da Gutes im Ofen? Ein klassischer und dekadenter Schokoladenkuchen duftet nach Nüssen und cremiger französischer Vanille. Sanfte Prisen von Muskat, Zimt und Nelke erinnern an den Lieblingskuchen des Bäckers um die Ecke. Lass dir diese Köstlichkeit nicht entgehen. Läuft dir nicht schon das Wasser im Munde zusammen? Ja, das tut es, ganz ehrlich. Und wenn man dann an diesen Duft auch noch riecht, dann passiert das erst recht. Bei der Beschreibung kann man natürlich schnell irgendwie an so winterliche, weihnachtliche Düfte denken. Aber ich finde, dass Doris das extrem gut gemacht hat. Man riecht hier zwar Zimt und ich finde auch, man riecht Nüsse sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein sehr nussiger Duft. Zimt riecht man und halt auch Gebäck. Also Schokolade rieche ich da gar nicht so dolle raus, bin sonst nicht so der Schokoladenfan. Also ich liebe Schokolade, aber als Duft finde ich es meistens nicht so toll. Aber ich finde, hier riecht man tatsächlich eher einen Nusskuchen raus mit Zimt. Lecker, lecker, lecker. Ja, also da könnte ich tatsächlich reinbeißen. Und ja, ich glaube, diese Form finde ich auch am allerhübschesten, dieses Muster tatsächlich. Ja, da wollte ich natürlich ein Buch raussuchen, was zum Wohlfühlen einlädt, was einen vielleicht auch ab und zu mal den Mund wässrig macht, weil es irgendwie ums Backen oder ums Essen geht. Und da ist mir ein Buch eingefallen, was von Kerstin Gier stammt, nämlich die Silbertrilogie. Denn ich finde, Kerstin Gier kann einfach so locker, flockig und lustig schreiben, dass man sich einfach nur wohlfühlen kann. Auch die Figuren, die sind immer so liebevoll gestaltet und eine davon ist Lotti. Lotti ist das Kindermädchen unserer Protagonistin, die einfach, nachdem die Kinder schon im jugendlichen Alter sind, einfach in der Familie geblieben ist. Lotti kommt aus Bayern und die Kinder wohnen, glaube ich, hier in England. Und sie gehört jetzt einfach mit zur Familie. Sie verwöhnt die Kinder und insgesamt die Familie mit ihren Backergebnissen, denn sie backt und sie gärtnert sehr gerne und ist einfach eine sehr, sehr fürsorgliche und sehr niedliche Person, die Weihnachten liebt, aber auch Weihnachtsgebäck tatsächlich nur Weihnachten isst, weil das bringt einfach sonst Unglück, wenn man das vorher macht. Und ja, es ist einfach sehr, sehr niedlich mit kleinen, süßen, liebevollen Details. Und hier
lässt einen manchmal auch Kerstin Gier das Wasser im Mund zusammenlaufen, weil sie eben diese leckeren Gebäcke von Lotti denn auch erläutert. Wir sind schon beim vorletzten Duft und zwar von Sarah Sophie, Lady Greensleeves. Die unwiderstehliche Lady entführt dich in die grünen Weiten irischer Freiheit. Eine wunderschön zarte Synthese von wilder Rose und edlen Hölzern, einem Hauch von Jasmin, Sandelholz, aparter Vanille und milden Zitrusnuancen. Hinreißende Noten von süßem Zucker setzen gemeinsam mit unwiderstehlichen Maiglöckchen und sanften Moschus einen aufregenden Kontrapunkt zu Spuren frischer Minze und Nadelbäumen. Diese herrliche Komposition wird dich in ihrer Vielschichtigkeit und Eleganz begeistern. Eine Lady, in die du dich verlieben wirst. Ja, Wahnsinn wieder, ne? Was da wieder drin ist. Es scheint ja ein floraler Duft zu sein. Florale Düfte sind ja auch nicht meins, aber in dieser Vielschichtigkeit kann ich euch schon voraussagen, dass ich auch diesen Duft sehr mag. Hier haben wir ihn passend dazu natürlich in einem wirklich sehr, sehr schönen Lindgrün. Ja, und durch diesen Zucker ist der wirklich auch sehr, sehr lieblich und nicht zu stechend blumig. Und ich meine, Maiglöckchen, ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, das ist eher so ein zarter Duft. Ich kann aber die einzelnen Komponenten wieder nicht rausriechen. Ich rieche wohl, dass es irgendwie blumig ist, aber es ist wunderbar frisch und blumig und zuckrig. Ja, auch wieder hier ein vielschichtiger Duft, den ich als sehr zart empfinde. Und nicht, also für alle, die irgendwie Angst haben vor schweren Rosendüften, da kann ich jetzt hier Entwarnung geben. Also ich finde den wirklich sehr leicht und schön. Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt sich hier alle so ein bisschen ähnlich riechen, weil sie alle zusammen in diesem Paket lagen. Aber auch den finde ich sehr, sehr schön. Ja, diese irische Weite und bei einer Lady, da denkt man natürlich an altehrwürdigen Familien, an den Adel und vielleicht auch an Schlösser und natürlich an Irland, an diese tolle grüne Natur. Und da ist mir ziemlich schnell das geheime Turmzimmer von Laura Anderson eingefallen. Das spielt nämlich in Irland und auch an einer Burg. Und dort wird die bücherliebende Kara hinbestellt. Sie ist nämlich Bibliothekarin, kann man das so sagen? Jedenfalls wird sie dorthin bestellt, um die Bibliothek dort zu sichten und zu sortieren. Und diese Burg, dieses Schloss hat einen besonderen Ruf, denn dort soll vieles in der Vergangenheit passiert sein, zum Beispiel unaufgeklärte Morde und Verschwinden von Personen. Es gibt Mythen und Sagen zu bestimmten Schätzen und sie ist natürlich heimlich auch daran interessiert, an dieser Aufklärung dieser alten Geschichten. Und auch ein Autor, den sie sehr liebt, soll damals dort gelebt haben und sich eben in eine Lady, die dort in der Familie geboren ist, in diese zu verlieben. Und so haben wir mehrere Ebenen in diesem Roman, Familiengeschichte. Wir haben aber auch leichte Schauerelemente, die mir richtig gut gefallen haben. Ich liebe ja Schauer- und Gruselliteratur und hier ist es schön eingewoben. Es gibt auch noch natürlich eine kleine Liebesgeschichte, aber die steht wirklich nicht sehr im Vordergrund und deswegen finde ich, passt das, weil hier auch Blüten drauf zu sehen sind. Das Cover natürlich extrem gut, weil man hier eine irische Burg sieht und ja, auch das passt sehr schön. Und jetzt haben wir noch einen einzelnen Duft und ein einzelnes Buch, was ich euch noch vorstellen möchte. Und zwar haben wir noch von Vilja den Duft Highland Cottage. Greif zu deinem Lieblingsbuch und such dir ein Plätzchen unter dieser warmen Duftkuscheldecke, die in einem urigen Cottage fernab in den einsamen Highlands auf dich wartet. Es ist an der Zeit zu relaxen, zur Ruhe zu kommen. Kaschmir und sanft trockene Holznoten bilden die Basis für frische Zeder, subtile Jasminnoten und sanfte Vanille. Rustikale Komponenten von Patchouli, Moos und Leder vereinen sich harmonisch mit den Tiefen des Ambers und der Reinheit des holzigen Moschus. Ein unvergleichlicher Duft, der die sanften und ruhigen Stunden des Tages begleitet
und dir unverzichtbar werden wird. So, hier haben wir den letzten Duft von Vilja. Auch das ist ja auch wie meiner ein sehr beruhigender Kaschmirduft, aber eine ganz besondere Komponente sticht hier besonders raus. Hier haben wir den Duft nochmal, auch wunderschön zweifarbig gegossen. Und zwar hier ist das Leder und das Moos. Diese herben Noten verbinden sich mit diesem Kaschmir-Moment. Und das ist echt spannend. Ich finde, das ist der spannendste Duft und ich weiß noch nicht, ob er mir gefällt oder nicht. Ich finde ihn extrem, ja, außergewöhnlich, weil hier diese Ledernote halt echt extrem rauskommt. Und wenn das zu penetrant ist, dann könnte das vielleicht stören. Mal gucken, ich werde eine kleine Ecke mal in die Duftlampe packen. Aber unter dieser Ledernote hat es halt eben auch was Sanftes, Weiches, Süßes, Warmes. Und ja, deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Allerdings bin ich da auch sehr begeistert, weil es halt eben sehr außergewöhnlich ist. Wie eigentlich alle anderen, weil die eben so vielschichtig sind. Ich denke mal, im warmen Zustand wird man da vielleicht noch viel, ja, ganz viel anderes herausriechen, was man so im kalten Zustand gar nicht gerochen hat. Also da kann ich euch natürlich jetzt nur die kalten Erlebnisse schildern, weil ich eben euch diese wunderschönen, heilen Wachsmelz zeigen wollte. So, ich soll mir also ein Lieblingsbuch suchen und mich entspannen in einem wunderschönen Cottage. Und ich weiß nicht, Lieblingsbuch, da ist mir natürlich gleich Harry Potter eingefallen. Und genau das möchte ich euch jetzt auch zeigen in dieser wunderschönen illustrierten Ausgabe. Und ich stelle mir dabei vor, dass ich in Hagrids Hütte am Kamin sitze, in seinem Ledersessel. Und irgendwie passt das, finde ich, sehr, sehr gut. Ringsherum eine ja, sehr schroffe Natur und eben in seiner Jagdhütte riecht es sicherlich auch ein bisschen nach Leder und ein bisschen nach Moos, nach Patchouli, nach Natur, aber eben auch gemütlich und nach Holz eben durch diese Hütte. Und dann dabei lese ich passenderweise mein Lieblingsbuch Harry Potter und gucke mir dazu noch diese wunderschönen Illustrationen an. Ja, und da mit beende ich es. Also vielen lieben Dank an Doris für deine Mühe und für diese wunderbaren neuen Duftkombinationen und dass du unsere Wünsche so wunderbar umgesetzt hast, sodass wir eigentlich alle begeistert sind. Ich werde euch natürlich in der Infobox ihren Kanal verlinken, ihre Facebook-Gruppe und dann könnt ihr auch wunderbar shoppen gehen und euch mal diese Düfte näher anschauen. Und auch nochmal die Duftbeschreibungen euch ein bisschen mehr anschauen, steht sicherlich auch auf ihrer Website. Und ihr müsst natürlich auch bei den anderen Booktubern vorbeischauen, die diese Düfte ganz anders vorstellen als ich. Jeder hat sich da etwas anderes überlegt und ich habe mich jetzt so ein bisschen auch auf die Bücher fokussiert, weil ich eben auch nicht so gut die Düfte beschreiben kann, habe ich eher die Duftbeschreibungen für sich sprechen lassen, weil ich die einfach so toll formuliert finde und so schön auch den Bogen zum Buch und zum Lesen gespannt wurde von Doris. Finde ich einfach ganz, ganz toll. Und wenn ihr, habe ich noch ein kleines Goodie für euch beziehungsweise von der lieben Doris. Und zwar, wenn ihr eine Bestellung aufgebt und im Kommentar noch reinschreibt, dass ihr von meinem Kanal kommt, also wenn ihr reinschreibt Litterer oder einfach ich komme vom Kanal Litterer oder wie auch immer, dann bekommt ihr noch so einen tollen Wachsschneider dazu. Es ist ganz schön, weil die Wachse sind natürlich manchmal ein bisschen schmierig und zum Durchbrechen manchmal nicht ganz gut geeignet. Und damit ihr nicht eure eigenen Brotmesser nehmen müsst, könnt ihr halt diesen wunderbaren Wachsschneider, den uns lieberweise Doris auch als Muster zugeschickt hat, könnt ihr den bekommen kostenlos dazu, wenn ihr eben meinen Kanalnamen in die Kommentarspalte bei der Bestellung reinschreibt. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video, dieses Projekt genauso begeistert wie uns. Ich bin ziemlich euphorisch und freue mich einfach, dass ich irgendwie Teil sein darf und freue mich auch extrem, die Videos der anderen zu sehen, wie die gestaltet werden und wie die natürlich auch wahrscheinlich auch besonders liebe Sarah, Sophie und Paddy die Düfte sehr viel kompetenter beschreiben als ich. Ich bin da einfach nicht so geschult und kann nur sagen, lecker, gefällt mir, süß, blumig,
herb, wie auch immer. Und deswegen hoffentlich ja, entschuldigt das, dass ich da einfach nicht die richtigen Worte finde. Und vielleicht gefällt euch ja auch eins der Bücher. Ich freue mich auf eure Kommentare zu Büchern oder zu Düften und wünsche euch jetzt noch eine dufte und lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.